Ja Leute, was geht ab, euer Beats, heißt euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Minecraft-Videos. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei, vergesst nicht alle einen Daumen nach oben da zu lassen, hochliken das Video und meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Jetzt würde ich sagen, legen wir direkt mal los, viel Spaß mit diesem Video, ich wünsche euch was, euer Beats. Okay Leute, und zwar befinden wir uns wieder mal in Skywars und nehmen das MLG-Kit. Wir könnten auch das Creeper-Kit nehmen, es geht darum, 16, oder nicht 16 TNT, aber TNT zu haben, in Creeper. Paket hätten wir 16 gehabt, aber mir geht es darum, auch viele Blöcke zu haben. Das brauchen wir nämlich auch für das, was wir heute hier vorhaben. Und deswegen, ja, habe ich mich dann für das Creeper-Kit, sondern für das MLG-Kit entschieden, genauso. Und ja, wir können einfach mal schauen, wie es so ablaufen wird. Ich habe keine Ahnung, kann auch sein, dass es ein Fehlgriff ist und die andere Variante besser gewesen wäre. Aber darauf werden wir uns jetzt nicht ausruhen oder sonst was. Wir werden loslegen und ob wir jetzt ein paar mehr Blöcke oder nicht haben, ist ja dann letztendlich Wayne. Wir haben jetzt zum Beispiel, seht ihr, wir hätten diese 64 Eichenholzbretter nicht gehabt und die wären eigentlich ganz gut gewesen. Wir brauchen nämlich ein Feuerzeug, genau wie wir es hier haben, und TNT. So, TNT ist einfach nur dazu da, um das Ganze runterfallen zu lassen. Wir haben nämlich in den letzten Folgen gemerkt, falls ihr die gesehen habt, Leute, also da habe ich in den letzten Folgen generell so ein paar andere Fallen und sowas vorgestellt, dass, oder nicht Fallen, aber Varianten. Und ja, da ist mir aufgefallen, dass viele, und zwar sehr viele, uns irgendwie auf die Art und Weise getötet haben, über uns einfach TNT zu legen. Und dann dachte ich mir so, ja, dann spießen wir den Dreh um, wollte ich gerade sagen, dann drehen wir den Spieß doch mal um und machen das Ganze andersrum und lassen jetzt auf ihn zum Beispiel TNT fallen. So, er merkt zum Beispiel noch nichts. So, wir werden jetzt allerdings was setzen und... Oh nein, ich habe gesneakt. Scheiße, das darf ich nicht. Ich darf nicht sneaken, Leute. Das muss ich mir merken. Das ist aber so eine Kurzschlussreaktion eigentlich immer. So, Moment. Jetzt müssen wir aufpassen. Da ist er. So, da ist er, da ist er, da ist er. Oh, den könnten wir eigentlich schon so killen. Guckt euch das mal an. Er checkt einfach nicht. So, seht ihr das? Ach du. Er hat einfach nichts gemerkt. Was ist denn los mit dem? Schon die ganze Zeit oben. Okay, wir haben einen TNT schon mal verschwendet, aber... Das war lustig. So, aber wir können jetzt, Moment mal, hier hochgehen, hoffe ich mal. Ja, und dann von oben hier TNT setzen. Der sieht uns jetzt, oh mein Gott, komm da hoch, Beats. Der sieht uns jetzt, oh, der ist da unten. Ja, okay, das sollte auch gehen. Das sollte auch gehen. So, TNT und jetzt zünden und noch ein TNT direkt hinterher und zünden. So, das sollte ihn schon erwischen, hoffe ich mal. So, und noch ein TNT und zünden. So, komm, hat's ihn erwischt? Läuft er weg? Ja, er läuft in die andere Richtung. Er will weg hier. Oh, ihn hat es aber getroffen. Ihn hat es getroffen, auf jeden Fall. So, dann setzen wir hier nochmal eins hin und zünden. So, dann ist er da schon mal wieder getroffen. Alter, der hat richtig viele Silberfische ausgelöst. Wie krass. So, hier nochmal auf die beiden. Komm, dass ihr auch nochmal was abbekommt. Ja, komm, komm, komm. Du auch noch. Oh mein Gott. Kill ihn, kill ihn. Wir haben keinen TNT-Sound irgendwie. So, hier den auch nochmal. Oh, was ist mit dem denn los? Was ist mit dem denn los? So, Mann, hier. Komm, setz, jawohl, und zünden. Jawohl, genau neben ihm. Bam, 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 flieg runter. Und jawohl, wir haben ihn. Sehr nice. Okay, wunderbar. Das läuft doch schon mal richtig gut. Alter, die Variante ist ja mega krass. Wenn man von oben kommt, haben die anderen teilweise wirklich gar keine Chance. Und diese ganzen Silberfische, die gespawnt sind, das war ja übelst viel, wie viele da waren. Alter, mega krass. Okay, dann können wir eigentlich mal direkt weitergehen. So, wo sind denn die nächsten hier irgendwo? Da, 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 da ist nix. Ey, das ist die effektivste Variante bis jetzt, fällt mir gerade auf. Okay, aber wir müssen schauen, dass wir das so konstant weiter durchziehen. Alter, mich hätten fast Silberfische getötet. Hammerhart, die Viecher. Die sind echt krass auf Inseln, wirklich. Also muss man aufpassen. Was uns noch hätte irgendwie passieren können, dass wir ein paar mehr TNT gefunden hätten. Wir haben nur noch 4 Stück. Aber nun gut. Also eigentlich, wenn ich jetzt so mal Revue passieren lasse, würde ich sagen, doch, das Creeper-Kit ist effektiver mit mehr TNT. So viele Blöcke brauchen wir dann auch nicht. Und man findet einfach Blöcke ab und zu. Es leben auch nur noch 2 andere. Mal schauen, ob wir die genauso mit TNT töten können. Okay, und jetzt lebt nur noch ein letzter. Unser Kompass zeigt uns an, dass dieser letzte irgendwo da hinten ist. Okay, das heißt, wir müssen noch ganz viel rüber und rüber. Okay, ich sehe ihn da hinten. Er baut sich, glaube ich, auch hoch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oh mein Gott, hätte ich jetzt... Ich hätte sterben können, wenn da ein Loch gewesen wäre, so als Troll. So, aber egal. Wir können jetzt eigentlich mal hoch. Und dann könnte man mal schauen. Also, ich glaube... Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, hier weiterzukommen. Komm, er ist auch oben. Das ist natürlich nicht, was unsere Variante vorgibt, ne? Dafür müssen wir oben sein und der Gegner unten. So, du fliegst jetzt hoffentlich runter. So, einmal heilen.
Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wir können nicht mit einem TNT töten jetzt, das geht nicht. Das ist unmöglich. Oh, ich war auf dem falschen Slot. Egal, hat alles geklappt, hat alles geklappt. So, er fliegt jetzt runter. Nein, wir werden sterben. Wir werden sterben. Nein! Okay, Leute, diesmal auch mit dem Creeper-Kit. Ja, das einzige Doofe, wie gesagt, ist, dass wir keine Blöcke bekommen. Aber wenn wir zum Beispiel hier jetzt ein paar Blöcke bekommen, ist das genauso gut. Und ja, Redstone-Fackeln haben wir plus Creeper. Die erschaffen sich ja quasi von selbst. Also die könnte man auch direkt einsetzen, so im Gegenzug TNT. Wenn der Gegner dann nicht irgendwie wegläuft oder so, kann man natürlich auch was sprengen. Deswegen alles cool, also sollte man packen. So, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Rüstung, wunderbar. TNT noch mehr und das sollte auf jeden Fall reichen. Ja gut, also es ist von Runde zu Runde anders. Es kann auch Runden geben, da braucht man mal mehr Blöcke als TNT, aber dann gibt es Runden, man braucht mehr TNT als Blöcke. Deswegen alles variabel. Wir sollten allerdings jetzt schauen, dass wir relativ schnell mal hochkommen. So, in der Kiste wollte ich nochmal kurz reingucken, da war nichts mehr. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt hoch und machen das gleiche, was wir gerade gemacht haben, noch einmal. Das sollte hoffentlich genauso gut klappen. Ich bin sehr gespannt. Aber vor allem, wenn noch viele auf der Welt sind und noch viele zocken und so weiter, dann ist das, glaube ich, sogar ganz gut möglich. So, jetzt gehen wir mal hier auf die Palme drauf. Und dann geht's schon wieder weiter. Also, ich fand es wirklich geil gerade eben. Muss ich sagen, es hat mir gerade eben sehr gut gefallen, wie die Gegner da gestorben sind. Wie viele Kills haben wir dadurch gemacht? Ich weiß nicht, sogar ganz ordentlich viele, ne? Also 2 oder 3 waren das? Keine Ahnung, wir waren so alle auf einem Fleck. Also den einen haben wir runtergehauen. Ja, okay, ne, den einen waren mit der Hand. Egal. Trotzdem, vor allem die Mitte, Alter, wenn man da von oben was hinspringt, ne, das ist ja, das wäre schon ein Premium auf jeden Fall. So, Moment, jetzt müssen wir schauen, dass hier keiner irgendwie unter uns wegläuft. Der muss da bleiben. So, Moment, da sind 2. Ich weiß nicht, ob hier unter uns einer ist. Kann auch sein, dass er schon weggerannt ist. Das wäre natürlich mies. Oh, der ist da hinten. Der hat sich darüber gebaut. Okay, egal. Aber das ist eine optimale... Ja, gut. Das ist eine optimale Vorlage, um in die Mitte zu kommen und von oben TNT oder sonst was zu setzen. Der hat wahrscheinlich eine Enderperle oder so geworfen. Ne, der ist so runtergesprungen mit MMLG. Okay, alles klar. Mal schauen, was jetzt passiert. Ob wir die irgendwie weghauen können mit TNT. Wir bauen uns einfach mal so ein Steg hier einmal komplett rum. Natürlich ist es schwierig einzuschätzen, wo man das TNT dann hinpackt, ne? Also... Gut, aber da ist einer drin. Okay, da könnte man im Prinzip auch hin. Ich fastbridge jetzt nicht, Leute. Dazu ist mein mein Skill-Level nicht hoch genug. Also, ich kann es so ein bisschen, aber das ist nichts Sicheres. Deswegen, Leute, lasse ich es lieber. Da bin ich ein bisschen high. Oh mein Gott. Ängstlich, wollte ich sagen. So, okay. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Sneakt der oder ist er weg? Was ist denn mit dem jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir jetzt irgendwie in die Mitte kommen würden, ne, das wäre ja übelst Premium. Wenn er nämlich keine Enderperle hat, dann kommt er da nämlich auch nicht weg. So, vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja, ihn zu überraschen. Ich glaube, er ist gerade am Enchanten oder sonst was. Alter, wir werden ihn da richtig alles reinhauen. Ich glaube, es reicht sogar, wenn wir... Oh mein Gott, wir sind direkt über ihm. Ja, weil wenn wir hier eine Redstone-Fackel hinsetzen und dann hier nur TNT die ganze... Ah, ne, das reicht nicht. Okay, egal. So, Feuerzeug und jetzt geht's los. So, komm. Erstes TNT. Und zweites TNT. So, und für den Rest bauen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter, damit wir ein bisschen weiter schießen. Ich meinte das mit dem Einschätzen, also das ist echt schwierig hier. So, nein, als ob einer uns mit einem... Ah, ich hatte keine Zeit mehr auf meinen Eimer zu switchen. Und der Typ hat es noch so ganz knapp überlebt, wir konnten kein TNT mehr setzen. Mann! Okay, nächster Versuch wird gestartet, Leute. Schade, dass es gerade nicht geklappt hat. Das wäre wirklich, also es wäre optimal gewesen da in der Mitte. Der konnte nicht weg, der wusste nicht, wo er hin will. Irgendwann hätten wir ihn gehabt und dann kommt da so ein Troller und will uns mit Eiern bewerfen. Naja, so ist das Spiel. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal besser zu machen. Okay, wir sind schon bei der ersten Base und wir haben kein Schwert, fällt mir gerade auf. Okay, das ist nicht so gut. Wo ist denn der Typ? Ist er runtergefallen? Der war hier gerade noch. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. So, Moment, wir schauen uns das mal an. Wo ist er? Der ist weg? Ist er gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Oh, da ist er. Oh, das war ein Fehler, hier runterzukommen. Das war ein großer Fehler, hier runterzukommen. Ja, oh mein Gott, war das knapp. Huh, okay, jetzt sind wir aber über ihm. So, und jetzt, keine Ahnung, was er vorhat. Jetzt habe ich aber was anderes vor. Und zwar haben wir, oh nein, wir haben wirklich kein... Scheiße. Hau ihn weg! Jawohl, da ist er. Wir haben kein Feuerzeug, das ist doof, das ist sehr doof. Komm, wir hauen ihn runter, so. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, 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 ja. Wunderbar, da ist er weg. Brr, schreibt er in den Chat. So ist das Game, mein Freund. Okay, sehr nice. Da haben wir schon mal den ersten gekillt. Leider nicht mit der Variante. Uns fehlt ein Feuerzeug, das ist mir gar nicht bewusst geworden. Nebenbei mal angemerkt, mir fehlt auch eine Waffe und Blöcke. Ja, bitter, bitter. Oh, da kommt der Typ schon. Oh, da kommt der schon. So, mal schauen, was wir jetzt hier anrichten können. Oh, er hat Eier, er hat Eier.
Oh, aber wir haben unsere Hand. Jawohl, da ist er weg vom Fenster. Oh, der klassische Handkill war das hier natürlich. Oh, da kommen die nächsten Eier geflogen. Nein, 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 nein. Okay, Leute, also wir haben alle Varianten kennengelernt. Wenn man genug Sachen hat am Anfang, dann war es sehr gut. Haben mit TNT viele gekillt. Dann am Ende, wenn man einfach nur Pech hat. Und ganz am Ende, wenn man gar keine Varianten und keine Rüstung, kein Nichts mehr hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war spaßig sehr. Also, es hat mir gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, ciao. Euer Beats.